Jahreshoroskop 2019 nach indischen Astrologie. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Aswarila, ich grüße dich. Das ist zwar nicht dein Jahreshoroskop, sondern Jahreshoroskop für deinen Sohn, Tiarin. Ich möchte erstmal bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Lieber Tiarin, ich grüße dich. Das ist jetzt dein Jahreshoroskop und das bedeutet, hier in diesem Bild ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Und dieses Bild bleibt. Ein Geburtshoroskop bleibt immer bestehen, da ändert sich nichts. Und das zeigt, wie die Sterne waren über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist. Und im Sternen ist dein Schicksal beschrieben und deine Seele hat diesen Schicksalsweg ausgesucht. Du erkennst auch in diesem Bild, welche Lebensbereiche sind für dich in deinem Lebensweg wichtig. Erstmal deine Persönlichkeit zum Leben, dann die Werte, Selbstwertgefühl, Wertschätzung und Finanzen, dann Sicherheit, Stabilität zu Hause. Dann ist wichtig die Arbeit, auch die Partnerschaft, auch die Transformation oder Investitionen, auch Auslandreise, Bildung, innere Reise. Dann ist wichtig Berufung und Freundschaften. Das sind für dich persönlich die wichtigsten Lebensbereiche, weil da befinden sich Sonne, Mond und die Sterne. Sonne, Mond und die Sterne bewegen sich aber. So wie du, bewegst du dich auch in deinem Lebensweg. Dein Leben ist mit deiner Geburt begonnen. Und das war in diesem Moment deine Geburt. Und hier startest und machst deine Lebensschritte und wanderst du durch den 12 Tierkreiszeichen, immer in 7 Jahren Perioden. Und diese 7 Jahre prägt. Dann hast du immer wieder andere Themen, Begegnungen und immer die Tierkreiszeichen, wo du dich gerade befindest, das ist für dich eine wichtige Lebenserfahrung, Lernaufgabe vielleicht nicht unbedingt, aber Lebenserfahrung. Und du befindest dich gerade im Stier. Hier machst du deine Lebensschritte. Das wird etwas gemütlich jetzt. Und du möchtest auch jetzt das Leben genießen. Stier hat auch mit Besitz etwas zu tun und mit Werten. Und das wäre für dich in den kommenden Jahren wichtig, das zu erkennen. Nimm all das im Besitz, was für dich wertvoll ist. Du kommst auch mehr zur Ruhe. Wie ich schon sagte, Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsterne. Und durch diese Bewegung löst immer etwas aus im Horoskop. Die schnelleren Planeten wie Merkur oder Venus, die haben jetzt weniger Einfluss auf schicksalhafte Ereignisse, aber die langsameren Planeten haben schon was zum Sagen. Und ich starte mit dem allerlangsamsten und das ist Pluto, weil die Pluto ist der letzte Planet in unserem Sonnensystem.
Januar befindet sich Pluto im Tierkreiszeichen Schütze. Und wirkt hier ganz oben. Und das bedeutet, du stehst hier im Pluto-Einfluss, ganzes Jahr. Und du zeigst jetzt deine innere Kraft, dass du überzeugt bist davon, dass all das, was du vorhast, auch erreichst. Der nächste Planet, also die vorletzte in unserem Sonnensystem, ist Neptun. Neptun ist auch langsam in Bewegung. Neptun zeigt unseren Träumen, unseren Visionen, das auch zum Leben, das auch wahrnehmen. Neptun befindet sich in Wassermann. Ganzes Jahr befindet sich oder bleibt, ganzes Jahr bleibt Neptun im Wassermann. Neptun ist die Fantasie, die Träume, die Visionen, die Inspiration, auch Intuition. Und diese Neptun-Energie kannst du jetzt umsetzen, deine Ideen zu verwirklichen. Die Wassermann gibt dir die Ideen dazu. Aber sei jetzt ein bisschen vorsichtig, weil Neptun kann ein bisschen täuschen. Weil es ist undurchschaubar. Und wenn jemand dich versucht, etwas zu erzählen, das kann die Wahrheit sein, kann auch ein Bild sein, was mit der Wahrheit gar nichts zu tun hat. Also kann eine gewisse Täuschung da sein. Und das erlebst gerade im Freundeskreis. Und auch hier im 12. Lebensbereichen, wo leider auch die geheimen Freunde liegen. Oder vielleicht gar nicht leider, sondern zum Glück, dass wir das auch erkennen. Momentan mit dieser Neptun-Energie ist alles undurchschaubar. Das ist wie benebelt, so wirkt auch Neptun. Versuch es, Neptun-Energie jetzt im positiven Sinnen gestalten, deine Kreativität, deine künstlerische Begabung oder vertraue deine Vision. Setz das als Ziel und sei davon überzeugt, dass du das erreichst auch. Und sei ein bisschen vorsichtig mit Freunden. Dann kommt Uranus. Uranus befindet sich im Widder. Und Uranus bleibt ganzes Jahr im Widder und beeinflusst dein Persönlichkeit. Und da kommen jetzt die Umbrüche und Veränderungen. Du veränderst dich jetzt. Saturn, ich kann die Saturn-Energie vielleicht so besser beschreiben, wenn ich Saturn astromedizinisch beschreibe. Saturn ist astromedizinisch zu unserem Knochen, zu unserem Skelett zugeordnet. Die ganze Knochensystem, auch unsere Zähne. Und Saturn ist astromedizinisch auch zu unserem Haut zugeordnet. Und unserem Knochensystem gibt uns Halt. Und unserem Haut bringt das in Form und grenzt ab von äußeren Einflüssen. Schützt uns auch. Wenn du das verinnerlichen kannst, dann verstehst du die Saturn-Prinzip und das, was Saturn uns belehrt. Saturn befindet sich im Schütze, hier ganz oben. Und jetzt kannst du etwas
beginnen, Ziele setzen und damit bekommst du Halt im Leben und kannst das in Form bringen. Saturn bleibt ganzes Jahr im Schütze, nach indischen Berechnungen. Jupiter bringt Glück, Chancen und Möglichkeiten und bringt rechtlichen Sachen auch in Ordnung. Aber auch öffnet unseren Augen auf die Ungerechtigkeiten. Jupiter befindet sich Januar in Tierkreiszeichen Skorpion. Und das hat einen Einfluss auf deine Lebenserfahrungen, diese Wandlung, diese Transformation gerade, wo du dich statt in dieser Transformation dich befindest. Und Jupiter zeigt deine Größe und auch deine Chancen und hat auch mit Reisen, mit Ausland was zu tun oder Fremdsprache. Das kannst du jetzt gerade vergrößern, dein Wissen, Studium oder Fremdsprache. Mars ist die Kraft. Mit dieser Kraft können wir einiges in Bewegung setzen und wir brauchen die Mars-Energie, uns durchsetzen im Leben. Mars befindet sich im Fischen. Das, was du gerade in Ausdruck bringst, du behauptest dich gerade, zeigst du diese Kraft, auch diese männlichen Energie. Also Mars aktiviert etwas hier in deiner Persönlichkeit. Deine Persönlichkeit kommt immer mehr im Ausdruck. Und du hast einen starken Mars, weil in deinem Geburtshoroskop ist Mars im Widder. Venus hat mit Frauen etwas zu tun, mit Liebe etwas zu tun, aber beeinflusst auch unsere künstlerischen Fähigkeiten. Venus ist im Waage. Und hat einen Einfluss auf den Prozess dieser Transformation, dieser Wandlung und hat einen Einfluss auf die Partnerschaft. Hier ist die Venus-Energie. Das heißt, jetzt sind die Mädels mal auch interessant, diese Entdeckung natürlich. Merkur sind Gespräche, Handlungen. Merkur befindet sich auch im Schütze. Hier sind die Gespräche, Verhandlungen, auch die beruflichen Ziele. Und Sonne zeigt die Lebensenergie und das fließt auch hier in den 10. Lebensbereich. Sonne ist im Schütze. Februar, jetzt die Mondbewegung möchte ich nicht jetzt erwähnen. Das kannst du in meinen Tageshoroskopen verfolgen. Und nur so viel, dass ein Neumond eignet sich immer dafür, zurückziehen, nachdenklich zu sein, etwas verinnerlichen, über etwas meditieren sogar. Also es ist ein gewisser Rückzug. Und immer in diesem Tierkreiszeichen, wo dieser Neumond befindet, zeigt die Hauptthema. Also das heißt, bei Widder wäre ein Neuanfang, bei Stier wäre die Werte Finanzen, bei Zwilling wäre die Kommunikation, bei Krebs das eigene Zuhause, bei Löwe die Selbstdarstellung, bei Jungfrau Ordnung, bei Waage die Partnerschaft oder etwas verschönern, bei Skorpion ist immer die Wandlung, Veränderung. Dann bei Schütze sind die Reisen und bei Steinbock wirklich die Ziele zu erreichen, bei Wassermann die Ideen umsetzen im Tat und bei Fischen die Kreativität und auch dieses Vertrauen, alles fließen lassen. Das sind so die Themen. Und natürlich kannst du auch auf dem Lebensbereiche auch umsetzen.
wenn das hier im zweiten Lebensbereich ist, dieser Neumond, das handelt sich um deine Finanzen und so weiter. Bei einem Vollmond ist wichtig, die Richtung zu bestimmen, klar und deutlich erkennen und die Wahrheit suchen. Halbmond ist immer Spannung, dann verspüren wir eine gewisse Unsicherheit oder Nervosität. Also diese Mondbewegung und die Mondeinfluss ist sehr, sehr wichtig in unserem Alltag, aber das ist so schnell, die Mondbewegung, wenn ich das jetzt auch noch aufzähle, dann wäre diese Aufnahme ewig lang. Aber im Tageshoroskop vermittle ich das jeden Tag. Februar. Was ändert sich Februar? Merkur und Sonne auf jeden Fall und Venus auch, weil sie bewegen sich schnell. Sonne und Merkur ist im Steinbock. Sonne zeigt die Monatsthema. Die Monatsthema ist bei dir die Berufung und Freundschaften. Bei Merkur geht um Gespräche oder Termine, beruflich, aber auch mit Freunden. Das kann sogar sein, hier im 11. Lebensbereich, dass du dich anmeldest in einen Verein zum Beispiel. Und Venus befindet sich im Schütze. Hier kannst du deine Kreativität zeigen. Hast du auch Glück? Venus bringt auch Glück. Hast du mehr Ansehen oder bekommst Kompliment oder Lob, kann Venus das auch auslösen. März. Mars ist im Widder. Das heißt, du hast hier ein Mars-Wiederkehr. Und das hat auch eine Bedeutung, weil du zeigst diese männlichen Kraft, diese männlichen Energie. Natürlich hat das mit Männlichkeit auch was zu tun, aber bedeutet auch, dass du besser durchsetzen kannst. Weil Mars aktiviert dein Geburtsmars hier im Widder. Monatsthema ist Wassermann. Und hier fließt die Lebensenergie, das hat mit Freundschaften was zu tun oder Wassermann hat einen Einfluss auf den 11. Lebensbereich und das sind die tiefen Geheimnisse des Lebens oder mal hinter den Kulissen zu schauen, die Geheimnisse zum Erkennen, da Klarheit bekommen natürlich, Sonne hilft dabei, die Augen zum Öffnen, die Wahrheit zum Erfahren. Und Venus befindet sich im Steinbock. Venus ist im Steinbock, genau hier. Das kann natürlich bedeuten, eine Begegnung mit einer Frau im Freundeskreis. Und Merkur befindet sich in Fischen und das trifft dich persönlich, dass du jetzt mehr Kontakte hast oder Gespräche. Mondknoten ist die karmischen Knoten. Ketu, die absteigende Mondknoten, zeigt die Vergangenheit an und Rahu, die aufsteigende Mondknoten, ist die Richtung, in welche Richtung uns bewegen. Aber wir sollen das ausgleichen, aber nicht von allem Abschied nehmen und nur auf die neue orientieren, konzentrieren, sondern wir vereinen das auch. Bis Ende März befindet sich Ketu, dieser alte karmische Knoten im Steinbock, hier aktiviert alten Erinnerungen, Themen, karmischen Themen. Und Rahu, das Neue, das ist im Krebs, die Suche
ein Platz, wo du dich wohlfühlst, wie zu Hause. Und diese Ketu und Rahu bleibt bis Ende März. Also von Anfang Januar bis Ende März ist im Steinbock und Krebs. Eine Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas gebremst ist. Bedeutet aber auch Vergangenheit. Ein Thema kehrt zurück von Vergangenheit oder Kontakte, Begegnungen von Vergangenheit. 6. März wird Merkur rückläufig. Und das bedeutet, die Gespräche gehen nicht voran oder wartest auf einen Termin oder möchtest einen Vertrag unterschreiben und das klappt nicht. Das alles ist gebremst. Die Gespräche sind gebremst. Kann auch bedeuten, du möchtest was sagen, aber du verschluckst die Worte. Du traust es nicht oder du weißt nicht, ob das richtig ist, das zu sagen. Aber wie gesagt, das kann auch bedeuten, dass jemand, bekommst du eine Nachricht von jemandem, wo du von früher kennst, oder kommt ein Thema im Gespräch, was die Vergangenheit betrifft. April ändert sich die Mondknoten, zwar die Ketu, was die alte Karma symbolisiert, übergeht in die Schütze. Hier hast du dann ganzes Jahr aktiviert karmischen Themen, Erinnerungen. Und Rahu befindet sich in Zwillinge ab April und bleibt auch ganzes Jahr hier in Zwillinge. Das wäre die Neuorientierung. Neue Kontakte über Internet oder Schulungen, Verbindungen zum Geschwister oder Verwandten. Und da sind Neuigkeiten. Jupiter ändert sich die Richtung. Jupiter übergeht die Tierkreiszeichen Schütze, verlässt die Skorpion und übergeht im Schütze. Und da hast du Chancen, Möglichkeiten nachzudenken, was ist deine wahre Berufung. 11. April wird Jupiter rückläufig. Da bremst ein bisschen die Chancen, aber bis dahin geht alles voran. 25. April wird Pluto rückläufig. Das raubt ein bisschen deine Kraft. Pluto hat mit unserem inneren Kraft was zu tun. Also bremst etwas. Manchmal ist diese Bremse auch gut, weil wenn wir immer alles stürmisch handeln und kommen wir zum Stresssituation, manchmal ist es gut, wenn ein Planet uns ein bisschen bremst, damit wir langsamer tun sollen. 30. April wird Saturn rückläufig. Mai. Merkur, Venus, Sonne, die ändern sich auf jeden Fall. Mars übergeht im Stier. Da setzt du dich ein oder kann auch bedeuten, dass du Geld ausgibst, was mit Mars-Energie zusammenhängt, wie zum Beispiel Sport oder meldest du dich ein irgendwo, wo du Bewegung hast, Sportbewegung, oder du behauptest dich, weil du stehst zu deinen Werten, kann auch bedeuten im zweiten Lebensbereich. Sonne ist im Widder. Das ist ein sehr wichtiges Thema, Neuanfang, zu deinem Selbst zu stehen, zu deinen Werten zu stehen, dich zu behaupten, aber auch die Finanzen spielt auch eine Rolle. Merkur und Venus ist in Tierkreiszeichen Fischen. Hier kommt die Venus-Energie, das ist weiblich,
und natürlich auch Merkur, die Gespräche, Kontakte, Gespräche, und das kann mit weiblichen Personen sein. Und dieser rückläufige Jupiter führt dazu, dass Jupiter zurückkehrt zum Tierkreiszeichen Skorpion. Juni, schauen wir, was sich ändert. Sonne auf jeden Fall, Merkur, Venus auch. Sonne und Merkur ist im Stier. Mars ist im Zwillingen. Und Venus ist im Widder. Und das bedeutet, du verschönerst etwas, vielleicht einen anderen Haarschnitt oder kaufst du neue Kleider. Aber bedeutet diese Venus-Energie in diesem Bereich, dass du wahrgenommen bist bei Frauen. Diese Sonne und Merkur hier in diesem Bereich, dass du dein Selbst in Ausdruck bringst, dass du selbstbewusster bist, dass du offener sprechen kannst, weil du von dir überzeugt bist, kann auch bedeuten, dass du Geld ausgibst für eine Ausbildung oder für Bücher. Und hier die Mars-Energie, du behauptest bei deinen Geschwistern, Verwandten, oder die, wo du kennst, in deiner vertrauten Umgebung. 22. Juni ist Neptun rückläufig. Juli, Venus, Sonne, Merkur, auf jeden Fall ändert sie. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Und Mars, Merkur ist im Krebs. Sonne, Venus ist im Zwillingen. Und Mars, Merkur im Krebs. Und das bedeutet, hier hast du Chancen, Kontakte zu haben, auch zu weiblichen Personen. Und hier setzt du dich durch zu Hause. Und Merkur-Energie bedeutet auch Gespräche zu Hause führen. Aber hier im häuslichen Bereich, besonders im Krebs-Energie, wo Krebs auch zum Rückzug neigt, kann auch bedeuten, dass du hier sehr zurückhaltend bist und möchtest auch mit, du möchtest dich zwar behaupten und durchsetzen mit diesem Mars-Energie, aber die Neigung auch nicht zu viel reden. 8. Juli ist Merkur rückläufig. August, Merkur ist in Zwillingen, ist rückläufig, also kehrt wieder zurück in Zwillingen. Das kann auch bedeuten, dass du eine Nachricht bekommst, weil jemand kehrt zurück in dein Leben. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs, also sehr viel hier in wohnlichen Situationen zu Hause, da ist die ganze Energie. 12. August wird Jupiter direktläufig, das hat wieder eine Bedeutung, weil die Chancenmöglichkeiten sind wieder da, also geht alles voran. 12. August wird Uranus rückläufig. Diese Rückläufigkeit Uranus hier kann bedeuten, dass du etwas bremst, wenn es um Umbrüche und Veränderungen geht. September. Sonne, Mars, Venus, Merkur ist alles im Löwe. Und hier verspürst du deine Kreativität, deine schöpferische Kraft.
Und das möchtest du auch zeigen. Du brauchst diese Bewunderung, diese Lebensbühne. Kann natürlich auch bedeuten, dass du schöpferisch oder künstlerisch was magst, und das ist auch sehr wichtig, und kümmerst oder machst Gedanken, woran liegt deine wahre Berufung, in welche Richtung sollst du beruflich tätig sein. 19. September wird Saturn direktläufig. Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Und das ist hier deine Ziele, auch deine Berufung. Und durch diese Wende, diese Direktläufigkeit, bedeutet, es geht alles voran. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau. Das ist die Alltag, die Arbeit. Das kann natürlich auch Schule sein, wie Hausarbeit. Und natürlich hier öffnet sich etwas in Partnerschaft, die Interesse auch. Und Merkur befindet sich im Waage. Schöne Gespräche, schöne Kontakte, Glück auch mit Verträgen. November, Mars ist im Jungfrau, also bleibt im Jungfrau. Merkur, Venus ist in Skorpion und die Sonne ist im Waage. Sonne ist im Waage und Merkur, Venus ist im Skorpion. Also hier ist wichtig eine Art Veränderung, Wandlung, aber auch die Partnerschaft oder Verträgen. Das hat auch mit Verträgen auch was zu tun. Und hier Venus, Merkur, Gespräche, Kontakte im Ausland oder Gespräche wegen einer Ausbildung. Zwischen 1. November und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November ist dann Merkur direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig. Das heißt, du kannst wirklich deinen Traum, deine Vision verwirklichen. Und jetzt schauen wir Dezember. Mars und Merkur ist im Waage. Merkur ist rückläufig, also kehrt wieder zurück im Waage. Das bedeutet auch, kehrt jemand zurück in dein Leben und bekommst du eine Nachricht. Und Venus befindet sich im Schütze. Da hast du Glück, die Richtung zu bestimmen, was du beruflich machen möchtest. Oder hast du hier Anerkennung, Ansehen oder bekommst Komplimente? Und Sonne ist in Skorpion. Das ist die Monatsthema oder die Lebensenergie, Reisen, Ausbildung. Und das war dieses Jahreshoroskop 2019. Lieber Tiarin, das war deine Legung. Und ich möchte deine Mama bedanken, liebe Azuarila. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.